Ja, ihr habt euch wieder Mindset-Videos gewünscht und deswegen machen wir jetzt eins. Ja. In diesen Mindset-Videos geht es um 24 Stunden. Und zwar die 24 Stunden, die du jeden Tag zur Verfügung hast. Denn erfolgreiche Fußballspieler, die wissen einfach, und mit erfolgreich meine ich Fußballspieler, deren Entwicklung schnell ist und voranschreitet, weil das ist das, was zählt in der Jugend. Die wissen einfach, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten nur 24 Stunden jeden Tag zur Verfügung hat. Man muss einfach das Beste aus diesen 24 Stunden machen. Wenn du ein Hochhaus errichten willst, zum Beispiel dieser, ein richtig krasser Spieler sein willst, ein Wolkenkratzer, dann musst du jeden Tag dich darauf konzentrieren, einen einzelnen Ziegelstein so perfekt zu mauern oder zu platzieren, einzubauen, wie es nur geht, wie nur möglich. So best wie möglich. Und das, wenn du das jeden Tag, Tag für Tag machst, irgendwann hast du dann dein Hochhaus über Jahre hinweg. Aber auch am heutigen Tag, du kannst dich nur darauf konzentrieren, dass du diesen Ziegelstein perfekt, so perfekt wie möglich legst, wie es geht. Ja? Und damit meine ich nicht, dass man nur noch arbeitet, sich nur noch anstrengt. Nein, den Ziegelstein perfekt legen heißt auch so, dass du die Ziegelsteine darüber auch wieder perfekt legen kannst. Denn man darf sich nicht überarbeiten und dann ausbrennen zum Beispiel. Dass man dann ja keine Power mehr hat. Oder man darf auch nicht so viel arbeiten, dass der Ziegel an einem Ziegelstein, dass er dann kaputt geht und man den nächsten, wenn man drüber legt, alles einstürzt. Man muss wirklich den Ziegelstein den Tag so perfekt nutzen. Da gehört auch Erholung dazu. Ein Gammeltag im Monat, was mit Freunden machen, gehört alles dazu. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach den Tag perfekt nutzen und darf keine Zeit verschwenden. In deiner Generation wahrscheinlich am Smartphone vor allem. Und beim Zocken mit Fortnite oder so, dass da am meisten Zeit drauf geht. Schau einfach, dass du den Tag am besten nutzt, das meiste rausholst und wirklich dir super Gewohnheiten aufbaust, die du dann immer machst. So schaut's aus. Es ist bei mir auch manchmal so, also wie der Basti schon gesagt hat, heutzutage Smartphone, also Handys, die ist einfach richtiger Zeitkiller. Wenn ich mal ab und zu mal einen Gammeltag habe, ich merke es, wie sehr ich am Handy bin, weil da mache ich nichts eigentlich, fast nichts einfach. Ich will einfach weg vom Fußball einen Tag sein, damit ich im Kopf Ruhe habe, keinen Druck mehr habe, alles, damit ich alles so einfach mal nicht mehr habe im Kopf, einfach meinen Kopf auch regeneriere. Deswegen mache ich einen Gammeltag und da bin ich verdammt viel am Handy, weil ich halt nichts anderes tue, außer am Handy zu sein. Und wenn ich am Abend schaue, das geht sogar über 3-4 Stunden. Es zeigt, dass ich heute 3-4 Stunden am Handy war. Und das ist krass, weil 3-4 Stunden, wenn man das so richtig vorstellt, was man da alles machen kann, erreichen kann, vor allem langfristig. Wenn du jeden Tag 3 Stunden trainierst, anstatt am Handy zu sein, langfristig wirst du krass. Du wirst Profi, du wirst einfach Profi. Du wirst so krasse Techniker sein, du wirst alles erreichen in diesen 3 Stunden. Aber wenn du es langfristig anstatt Handy machst, deswegen Zeit ist einfach, sag ich mal, der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du Zeit gut nutzt und schlau, dann wärst du auch erfolgreich. Weil, und du kannst auch nicht so ungeduldig sein, weil Zeit ist schon wichtig, wenn du es jetzt nutzt, aber du wirst nicht genau morgen dann die Ergebnisse sehen. Du musst halt Zeit, ganze Zeit so gut nutzen, weil du hast heute 4 Stunden, 24 Stunden, morgen auch. Das ist immer die gleiche, aber du musst es auch so nutzen, wie du dich am besten fühlst und auch wie du halt denkst, dass du weiterkommst. Aber du kannst nicht erwarten, dass du dann morgen gut wirst, sondern das dauert halt. Deswegen, du musst halt langfristig deine Zeit gut nutzen, um was zu erreichen. Genau. Ja, und erfolgreiche Fußballer, die wissen auch, dass sie diesen Tag nicht wiederbekommen. Dieser Tag ist wirklich wertvoll. Und wenn er vorbei ist, du bekommst ihn dein ganzes Leben lang nicht wieder. Es ist weg. Und deswegen wissen sie, dass sie diese Chance nur ein einziges Mal haben. Man ist nur ein einziges Mal jung und man hat jeden Tag nur ein einziges Mal. Und entweder man nutzt es oder nicht. Und wenn man es nicht nutzt, dann nutzt es jemand anders seinen Tag und dann macht er halt Fortschritte und man selbst eben nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit reinsteckt. Das ist wirklich die wichtigste Komponente. Die meisten haben keinen Bock, so viel Zeit reinzustecken in eine Sache und deswegen wird es nicht gut am Ende.
Weil es braucht einfach verdammt viel Zeit, dass mal was funktioniert und auch um sich zu entwickeln, um besser zu werden. Man braucht einfach diese Zeit. Ich hoffe, du verstehst es. Und hinterher wird man es bereuen, wenn man die Zeit nicht reingesteckt hat, wenn das wirklich sein Ziel ist. Und dann spürt man halt diese Reue, wieso hat man nicht mehr gemacht, man hätte doch noch das und das machen können. Das ist halt scheiße, weil zum Beispiel auch bei mir war es so, ich bin so viermal, manchmal einmal sogar fünfmal ins Fitnessstudio gegangen in der Woche, über so 2 Monate, aber danach halt so für über ein halbes Jahr nicht mehr. Und so kann man sich halt nicht verbessern. Man muss halt langfristig die richtige Zeiteinteilung haben und das dann umsetzen über einen langen Zeitraum. Wir machen zum Beispiel nächste Woche auch wieder eine Deload-Woche, weil diese Woche wir echt reingehauen. Und dann starten wir wieder auch mit vielen Workouts. Weil jetzt ist eh Off-Season im Winter. Da hast du wahrscheinlich nicht so viel Spiele und Turniere und nicht so wichtige. Da kannst du mal richtig Gas geben. Hast du bestimmt auch mal ein bisschen frei. Der Körper braucht nicht mehr als 3-4 Tage, um sich zu erholen. Danach kann man wieder komplett starten. Genau, deswegen, ja, nutz deine Zeit und steck sie wieder lieber heute rein, anstatt es dann morgen zu bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Als Motivation kannst du ja, wie der Basti schon gesagt hat, das einfach nutzen. Du wirst diesen Tag einfach nie wieder erleben. Also heute hast du es, heute kannst du es erleben. Dann genießt doch einfach deinen Tag. Wenn zum Beispiel Spieltage bei mir ist besonders, weil da als erstes, wenn ich aufstehe, dann sage ich mir, diesen Tag wirst du nie wieder erleben. Also gib heute alles. Entweder gibst du alles und machst ein geiles Spiel oder du versaust es einfach. Und dann, wenn ich mit der Einstellung reingehe, dann passieren natürlich Fehler. Aber ich habe trotzdem gut gespielt und kann im nächsten Spiel die Sachen, die ich schlecht gemacht habe, die nochmal verbessern. Und dann spiele ich es nochmal einen Tick besser, weil ich schon letzte Woche gut gespielt habe. Und diese Woche und die Fehler von letzter Woche habe ich noch verbessert und diese Woche habe ich dann noch einen Tick besser gespielt. Deswegen, es ist einfach verdammt wichtig, dass du die Zeit einfach nutzt und nutzt halt, du kannst ja einfach deine Ängste, also du kannst dich so beängstigen mit größeren Ängsten. Du musst dir solche Fragen stellen, was, wenn ich heute das nicht mache, was wird dann in 2-3 Tagen passieren? Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich sag zu mir, wenn ich heute nicht trainiere, dann bin ich vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr Profi. Oder ich sage einfach, dass ich meine Träume nicht erreichen kann. Oder vielleicht wegen dieses Training kann ich nicht mein Ziel erreichen oder sowas. Einfach größere Ängste und Fragen stellen, dann einfach machen. Nicht so viel nachdenken, machen. Und am Ende wirst du schon sehen, dass es was bringt und wirst dich nicht bereuen, wenn du was Gutes tust. Aber wenn du nicht tust, dann wirst du dich natürlich bereuen. Also man muss mehr Angst davor haben, die Dinge nicht zu tun, von den Konsequenzen, als das, wenn man es jetzt tut, beziehungsweise diese Überwindung. Und konzentriere dich einfach auf den ersten Schritt. Mach es dir so einfach wie möglich. Am besten am Vortag schon die Tasche packen und so Sachen alles schon vorbereiten, was man trainiert. Weil vor allem alles kostet Energie. Und wenn man sich zu viel Dinge planen muss, dann macht man es irgendwann nicht mehr. Wenn nicht klar ist, was man jetzt macht. Deswegen ist ja auch gut, wenn man sowas hat wie ein Technikprogramm, wie das Basic Techniktraining, wo man einfach weiß, was man trainieren muss. Weil wenn man sich das selber noch ausdenken muss und dann hat man diese Zweifel, ist es jetzt richtig, funktioniert es überhaupt, dann macht man lieber ein System, wo man weiß, dass es klappt, dass es Ergebnisse geliefert hat, anstatt sich selber irgendwas auszudenken, was Energie kostet, und dann sich noch selbst zweifeln, ob es überhaupt gut ist und funktioniert. Lieber was machen, um was schon ja handfest ist, was eben Ergebnis liefert, was klappt. So würde ich da rangehen. Ja, deswegen schau, dass du deine Zeit nutzt. Mach dir Wochenpläne, Monatspläne, Tagespläne. Ja, würde ich in deinem Alter jetzt vielleicht noch nicht machen. Weißt du einfach, welche Dinge, dann passt es gerade dran, welche Dinge du am Tag hast und ungefähr wann du es machst, aber ich würde es nicht auf Zeit ganz genau planen. Aber Monatspläne und Wochenpläne mit auch Zielen, müssen ja keine ergebnisorientierte Ziele sein, sondern prozessorientierte Ziele, würde ich mir auf jeden Fall auch schreiben. So sieht's aus. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.